Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von Pillars of Eternity. In der letzten Folge sind wir in diese Stadt Trutzbucht eingekehrt und haben eigentlich nicht viel mehr gemacht, als einige Seelen zu erkunden. Es ist jetzt auch ein bisschen her, deswegen weiß ich nicht genau, welche Seele ich alles hier erkundet habe. Ich hoffe einfach, dass ich die Taverne abgeschlossen habe, denn ich möchte gern mal wieder ein bisschen was erleben. Fangen wir doch an, indem wir uns diesen Eber hier angucken oder was auch immer das ist. Der Pelz dieses Delgers, jetzt wissen wir auch, was das ist, ist voller Staub und Motten. Auf der Plakette unterhalb des Biestes steht Maidenfall 2682. Also, ja, für uns lange in der Zukunft, ich glaube hier ein bisschen weiter weg. Jetzt muss ich aber gestehen, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was ich zu tun habe. Klar, ich bin in die Stadt eingekehrt und ich muss diese Königin irgendwie versuchen zu finden. Aber ansonsten bin ich gerade ein bisschen fraglos, deswegen werden wir uns einfach versuchen, möglichst ohne irgendwelche Scheuklappen durch die Stadt zu bewegen und nach Abenteuern zu suchen. Vielleicht ist ja auch die ein oder andere Sidequest zu finden, die unseren Charakteren weiteren Fortschritt ja geben würde. Und ich glaube, da ich es lange nicht gespielt habe, habe ich auch ziemlich lange Ladepausen, die ich mit meinem doofen Gequatsche hier überbrücken muss. Aber da sind wir auch schon draußen und sehen die Stadt endlich mal bei Tageslicht. Und wir sehen hier ein Atrium. Das sieht doch ganz interessant aus. Wir haben hier einen Abstieg in die Katakomben, ein Urfeuer, das ist wahrscheinlich irgendeine Art von Gebäude. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse, okay. Schreibers Schlafsaal, das wird wahrscheinlich auch wieder eine Taverne oder so sein. Lumdals Haus, Purnix Haus, der Marktplatz. Und Expeditionshalle von Admets Lager. Okay, gehen wir doch zuerst mal zu diesem Atrium. Da wird hoffentlich irgendwas von der Geschichte preisgegeben. Ich bin ja immer ein großer Freund von so Vorlesungen, die uns mehr in das Spielgeschehen reinziehen können. Ah, und Lumdala haben wir auch. Deren Haus haben wir ja auch schon gesehen. Deine Zeit ist gekommen, Sigram. Dein Leben ist verwirkt. Oh, Laften! Sie ruft nach mir, der bleiche Paladin. Und du hast doch ohnehin ein solches Pech bei den Frauen. Ich darf nur nicht sterben, meine Kinder. Was wird aus meinen Kindern? Aber du hast doch keine Kinder. Kommt jetzt von den Drängen? Natürlich, du Narr. Unzählige, große Arme, voll golden... will sagen, goldhaariger, kleiner Racker, die ich alle innig liebe. Ha! Das erinnert uns doch an eine gewisse Theaterstelle in Baldur's Gate 2, oder? Ersatz. Okay, wir reden mal mit der Frau. Der Blick der statuenhaften Frau könnte Stein zerschneiden. Sie wendet ihre scharfen Wangenknochen gen Himmel und bedenkt dich mit einem kurzen Blick. Ihre Augen glänzen unter silbrigem Lidschatten und einem rasiermesserscharfen Kajalstrich. Bevor du sprechen kannst, wirft sie ihre Hände dramatisch in die Luft. Autogrammwünsche bitte nach der Vorstellung. Große Kunst erfordert große Konzentration und vom Sternenfest wird die größte aller Künste erwartet. Was tust du da? Das hängt ganz davon ab, was die Rolle verlangt. Sie legt ihre schlanke Hand auf die Brust. Mal bin ich der bleiche Paladin, manchmal mal die Witwe des Waldes und mal die Kriegerkönigin Mokcha. Jeden Tag ein anderes Leben zu leben können, ist wahrlich einzigartig. Für einen Bewunderer kann ich wohl einen Augenblick entbehren. Was ist das Sternfest? Wir sind die beste Theatergruppe der Stadt. Wir glauben, dass die beste Kunst lebensecht ist und man völlig darin eintaucht. Sie blickt das Amphitheater mit verzückten Augen an.
Wir halten unsere Aufführung hier im Kupferweg ab zur Erbauung aller. Er nimmt das Sternfest viele neue Mitglieder auf. Aber natürlich, gutes Drama ist Balsam für die Seele und wir möchten möglichst vielen Zuschauern ein echtes Theatererlebnis bieten. Was für Mitglieder nehmt ihr auf? Wir nehmen neue und alte, große und kleine, erfahrene, unerfahrene Mitglieder auf. Wer auch immer am geeignetesten ist, eine Rolle voll auszufüllen. Wie lange behaltet ihr eure Mitglieder? Solange sie die Anforderungen der Rolle erfüllen können. Sie glättet eine widerspenstige Haarsträhne. Das Schauspielerleben kann anstrengend sein. Manche halten da kürzer durch als andere. Und dann bin ich auch schon fertig mit dir. Leb wohl. Ich dachte, da kommt jetzt zumindest eine Quest raus, wie verkörpere eine Rolle. Aber okay, vielleicht kann Kadal ja eine Rolle für uns geben. Nein, kann er nicht. Er kann nämlich leider gerade nicht sprechen. Vielleicht sollte ich ein paar Charaktere so ein bisschen öfter in dritter Person sprechen. Estelga liegt tot und Mokcha zieht weiter unserem sagemutigen Helden. Der Weg mag lang sein, der Kampf beschwerlich, doch mein Mut, er wird mich nicht verlassen. Ihre Seele strahlt hell, ihr Herz ist rein, doch vor ihr liegen größere Gefahren. Die 100 Giftpfeile der Waldläufer der Purpurschlangen. Ja, Standard halt. Dann gucken wir mal, können wir wie in Baldur's Gate auch in, oder in Baldur's Gate 2 war es glaube ich hier, wobei in Baldur's Gate 1 auch, in jede Taverne, in jedes Haus? Nee, aber wir haben einige NPCs wohl auf den Straßen, die sich zu ansprechen wohl lohnen. Dieser ältere Mann schreitet hin und her mit kurzen, holprigen Schritten. Der Blick in seinen Augen ist abwesend. Darunter liegen die dunklen Ringe vieler schlafloser Nächte. Er scheint sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht anwesend ist. Ja, ja. Und wie du gekämpft hast, zwei Feinde gleichzeitig niedergeschlagen. Welchen Sieg wir geteilt haben, du und ich. Mit wem redest du? Der Mann blickt zu dir auf, erschrocken. Huch, oh, bei der Flamme. Einen Augenblick lang dachte ich, ich hätte sie gehört. Er legt eine Hand auf seine Brust und ringt nach Luft. Was betrübt dich denn? Nur die Erinnerung an meine Jugend bei den Waldläufern der Nordwache. Längst vergangene Prüfungen und Abenteuer. Er schüttelt seinen Kopf. Die Erinnerungen an verlorene Schlachten und gefallene Freunde sind in letzter Zeit besonders lebhaft. Erzähl mir von deinen Erinnerungen. Es ist fast 60 Jahre her. Damals waren wir im ganzen Drühwald bekannt. Wir dachten, wir würden ewig zusammen auf Abenteuer erleben, Kupfer sammeln und Balladen inspirieren. Die Falten um seine Augen werden tiefer, bis wir auf Helig von Terin trafen. Oder Tein. Er war ein Zauberer, dessen nekromantische Experimente eine Spur von Leichen vom Trosttal bis zum Mittelwald hinterließen, einige davon wiederbelebt. Wir verfolgten ihn, als er in die Vailianische Republik fliehen wollte. Kurz vor dem See der versenkten Gräber stellten wir ihn. Wir waren Narren. So erfahren wir auch waren. Auf seine dunkle Magie waren wir nicht vorbereitet. Wir waren in der Überzahl, aber gegen seine Macht konnten wir nichts ausrichten. Fängt's schon wieder an, furchtbar. Ein weiser Mann hätte den Rückzug befohlen, aber nicht ich. Durch irgendeinen Fluch der Götter verlor ich das Bewusstsein und als ich wieder erwachte, waren meine Waldläufer, meine sie waren alle tot. Er hält leere Luft in seinen Armen.
Und wo ist Rowena? Tot vielleicht? Meine Freundin, meine Waffenschwester, meine Liebe. Wir wollten gemeinsam Abenteuer erleben, bis wir alt genug wären, um uns niederzulassen und unseren Reichtum zu genießen. Jung wie wir waren, dachten wir, nichts könnte uns je auseinanderreißen. Ich weiß, es klingt wie der Wahnsinn eines alten Mannes, aber ich höre sie. Eine Stimme gleich hinter meiner Schulter, die in meinen Träumen nach mir ruft. Nachts sehe ich sie durch die Katakomben unter der Stadt irren und einen Weg hinaussuchen. So töricht es auch klingen mag, ich werde den Gedanken nicht los, dass sie irgendwie da unten ist und auf mich wartet. Ich habe mich sogar hinuntergewagt, aber es hätte mich fast mein Leben gekostet. Er zögert. Wäre ich doch nur der halbe Krieger meiner Jugend, ich würde jedes Grab und Rattenloch durchsuchen, aber ich habe nichts als diesen schwachen Körper und die quälende Ahnung, dass meine Liebe irgendwie da unten ist und ich ihr nicht helfen kann. Ich suche danach, aber vorher will ich doch noch mehr reden. Und zwar, ich suche nach ihr in den Katakomben. Tränen springen dem alten Mann in die Augen. Oh, danke. Es gibt einen Eingang, ein Stück südwestlich von hier, auf der anderen Seite des Kanals. Er schnieft und wischt sich die Augen ab. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter. Wenn du irgendwas von ihr findest, dann komme zu mir wahrscheinlich. Gut, gehen wir doch direkt runter. Da haben wir auch gleich ein bisschen was zu tun, wahrscheinlich den einen oder anderen Kampf. Und können in dieser Folge, nach dieser langweiligen Seelenfolge, auch wieder ein bisschen Action reinbringen in das Geschehen. Wir haben hier noch einen Geizkragen, in dessen Seele wir wohl reinschauen können. Das können wir noch kurz machen. Du siehst einen älteren Zwerg hinter einem schmutzigen Schaufenster Münzen zählen. Seine Haare sind völlig fettig und verschwitzt. Seinen verkniffenen Mund umspielt ein höhnisches Grinsen. Vor ihm liegen die Schnäppchen des Tages auf dem Tisch verstreut. Von kitschigem Schmuck bis zu einem mit Säure verkrusteten Dolch, der gefährlich nah am Tischrand liegt. Als ein Kunde den Laden betritt, ein zerzauster junger Edelmann mit einem ehemals weißen Wams, der die Spuren eines aus den Fugen geratenen Lebens zeigt, zuckt seine Stupsnase erwartungsvoll. Bevor er den Inhalt seines Sackleinenbeutels auf den Tisch entleert, sieht er sich nach etwaigen Verfolgern um. Der Zwerg beugt sich nach vorne und geht mit den Fingern durch das Tafelsilber und verschiedene Pokale. Er schüttelt seinen Kopf mit Nachdruck, nun mit ausgeprägtem höhnischen Grinsen, und schiebt die Gegenstände zu dem Mann zurück. Der Mann fleht und bettelt mit panischen Augen und bittet um eine Kleinigkeit, um irgendetwas, wenigstens um ein paar Silberstücke. Der Zwerg guckt heimtückisch und wirft drei Kupferstücke auf den Tisch. Zum kaum verhohlenen Entzücken des Zwerges reißt sich der junge Edelmann verzweifelt einen Siegelring vom Finger. Ein paar Münzen mehr gesellen sich zu den Kupferstücken und der besiegte Mann verlässt unter bösen Flüchen den Laden. Der greise Zwerg grinst ob seines Glückes und inspiziert seine Beute, während er sich Essensreste aus seinen überscharfen Zähnen pult. Eine für einen Geizhals passende Geschichte, möchte ich meinen. Und dann gehen wir jetzt mal runter in die Katakomben und wollen sehen, was uns dort alles an Abenteuern und versteckten Schätzen erwartet. Und so langsam wären mir die Füllsätze und Füllwörter auch ausgegangen. Der tote Initiierte, in dessen Geist oder in dessen Seele... Ich muss mich mal kurz aufrichten. In dessen Seele wir rein können.
Als du dich dem Toten näherst, spürst du die schwachen Rückstände seiner Seele, die von einer überraschenden Unsicherheit an Ort und Stelle gehalten werden. Plötzlich stürzt die Seele ohne Vorwarnung auf dich zu, als wärst du ein strahlendes Leuchtfeuer in der klammen Dunkelheit. Ihre Essenz dringt in dein Bewusstsein ein. Du bist nun in einem anderen Körper. Du schreitest tiefer in die Katakomben, in eine dunkle Robe gekleidet und mit einer Maske über dem Gesicht. Du verfolgst einen vertrauten Pfad entlang des Kanales zu einem Raum, der um die Statue einer Gestalt herum gebaut ist, die eine ähnliche Robe wie du trägt. Andere warten bereits in Kapuzen und Schatten gewandt. Vor dir steht eine andere Gestalt, die wie du gekleidet ist und in dieselbe Richtung reist. Du kennst ihren Namen nicht, und so soll es auch sein. Aus der Dunkelheit ergreift plötzlich etwas Monströses, die andere Gestalt. Du wendest dich zur Flucht, stehst jedoch Angesicht an Angesicht mit einem Troll. Troll haben wir schon besiegt, wissen wir, leichte Gegner. Die pochende Panik in deinem Kopf wird von rasiermesserscharfen Zähnen und Krallen unterbrochen. Ja, wobei, wenn ich alleine gegen Troll gekämpft habe, war das ja auch ein bisschen was anderes, nicht wahr? Du wächst dich aus der Erinnerung des toten Mannes auf. Die Leiche liegt auf dem feuchten, dreckigen Boden, seine Kapuze und Maske fehlen und seine Kleider sind zerfetzt. Wahrscheinlich von dem Troll. Sagani schließt zu dir auf. Bist du in Ordnung? Es wirkte fast so, als hättest du eine Minute lang den Halt verloren. Entschuldigung, wenn ich mit der Frauenstimme nicht zurechtkomme. Wahrscheinlich werde ich die ein, zwei Mal im Let's Play ändern. Aber Frauenstimmen sind immer so eine Sache, die kann ich tatsächlich relativ schwer. Deswegen gibt es in meinen Rollenspielen, also Pen-and-Paper-Rollenspiel, auch hauptsächlich männliche Charaktere. Da tue ich mich leichter mit der Stimme. Was sage ich hier denn? Fühlt sich so an, wenn ich in den Äther blicke. Sie beobachtet dich still. Du bist wirklich ein Wächter, oder? Einmal in sehr vielen Generationen wird in meinem Volk jemand mit der Gabe geboren, mit den Seelen zu sprechen. Normalerweise werden solche Individuen zu Ältesten oder zu einsamen Spuren im Schnee. Sie neigt ihren Kopf zur Seite. Ich glaube, meine Reise würde mir leichter fallen, könnte ich dir das sehen, was du siehst. Wenn ich mir dich aber so anschaue, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich auch nicht. Glaub es oder nicht, aber früher hätte ich frohlockt, hätte ich gewusst, dass man mich für eine Reise auswählen würde, um in ferne Länder nach etwas Großartigem zu suchen. Aber selbst diese Gaben haben ihren Preis, nicht wahr? Vergib mir, wenn ich deinen Fähigkeiten gegenüber zuvor etwas skeptisch war. Eigentlich habe ich noch nie einen richtigen Wächter gefunden. Oh, um ihn macht euch mal keine Sorgen. Von Zeit zu Zeit macht er das gerne. Ich lasse ihn, weil es seine Laune zu bessern scheint. Nachdem du ein paar Mal gesehen hast, lässt der Schock nach. Oh Gott, wie war seine Stimme? Das war, jedes Mal, wenn er einen leicht komischen Gesichtsausdruck kriegt, versuche ich, ob ich irgendwas hören kann. Kana grinst. Bislang hat es nicht funktioniert. Versuch mal, ob er dir erzählt, was die Geister gesagt haben. Wobei gerade für den Baden ist die Stimme wahrscheinlich äußerst unpassend. Ich meine, so ein Bade müsste doch eine aufregende und angenehme Stimme haben. Sonst wird man ja kein Bade. Und wir haben geringe schwarze Schleime, die mittlerweile den Gegnertypus primitiv haben, gut zu wissen. Den schlagen wir und wir müssen mal... Können wir mit Tab vielleicht durchschalten? Nee, leider nicht. Ah, ich muss unbedingt gucken... Da gibt es 100 pro irgendwelche Quickies, aber okay. Der Niederschlag wird vielleicht nicht klappen, aber ich versuche es jetzt trotzdem. Und die machen einfach alle ihre Standardattacken auf den Großen. Inklusive natürlich Arkanem Feuer unserer Magier.
Ja, weil die Kämpfe dauern so halt auch echt lange teilweise. Und gegen Arcanes sind die immun. Dann hoffe ich, dass unsere Kämpfer und Krieger und Schützen gut zurechtkommen. Scheint ja aber gut geklappt zu haben. Und natürlich die ganzen Sachen nehmen wir mit. Ob jetzt zum Craften später oder zum Verkaufen. Wir werden sehen. Und was ist Verlun? Der Namensgeber des Verlun ist eine gelb-orange Frucht. Also irgendwas zu essen, okay. Aber so viel wert? Diese klaren Edelsteine... Ah, nee, es sind Edelsteine, okay. Diese klaren Edelsteine sind von ähnlich gelb-oranger Farbe und werden oft wie Rubine, Saphire oder Smaragde geschliffen. Die meisten bekannten Verlun-Minen der Welt sind längst erschöpft, weshalb der Edelstein in den letzten Jahren zu einem der seltensten und begehrtesten überhaupt geworden ist. Gut, das zu wissen, aber ehrlich gesagt bin ich doch lieber ein Fan, wenn es einfach Diamanten, Rubine, Saphire, Topasse und Amethysten sind. Da kann man sich noch am besten was drunter vorstellen. Halt die typischen Diablo 2 Edelsteine. Ich glaube, ich habe Smaragde vergessen. Aber egal. Ist jetzt nicht unser Ding. Erstmal wissen wir Verlun, wertvoller Gegenstand. Und weitere primitive Schleime, die wir mit unseren uns zu Gesicht stehenden... Oh Gott, was kommt denn da? Ein Troll, okay. Also vor dem Troll hatte ich jetzt auch ein bisschen mehr Angst. Ich würde sagen... Unsere drei Fernkämpfer gehen erstmal zur Seite. Okay, und gehen noch ein bisschen weiter weg und hoffen, dass er jetzt sich dem Krieger zuwendet, was er dann auch angenehmerweise tut. Ist ja nur ein Troll, also keine Intelligenz, keine Angriffe auf unsere Zauberer, wie das die bisherigen menschlichen NPCs ja doch gemacht haben, was ja für ihre gute... für ihre gute KI steht, oder zumindest für ihre vorhandenen KI-Ruitinen, sollte man vielleicht besser sagen. Ob sie wirklich gut ist, da werde ich mir erst später ein wirkliches Urteil drüber erlauben können. Und was haben wir hier? Ah, wieder diese tollen... Naja, wobei ich muss sagen, diese tollen Grabsteine finde ich ehrlich gesagt nicht, weil sie regen mich schon auf. Sie sind nämlich überall... und scheinen uns nichts besonders Tolles zu sagen zu haben. Peridot ist auch ein kleiner Edelstein, etwas günstiger Qualität wie Velour. Silber müssen wir nicht angucken und die Brigantine nehmen wir mal mit, um sie zu verkaufen. So wie ich es gesehen habe, sind ja fast alle unsere NPCs erstmal mit einer anständigen Rüstung versehen. Also brauchen wir eigentlich diese ganzen... generischen Ausrüstungsgegenstände eher nicht. Falle. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich denke, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir ja nicht unbedingt in diesem komischen Sabber stehen. Oder in dieser heimtückischen Wolke, wie es da unten steht. Und dann finden wir eine gute Kettenrüstung, okay? Die könnte es sogar besser sein als so manches bisher getragenes Kleidungsstück. Aber gehen wir erstmal weiter. Und wie Katakomben sieht mir das eigentlich gar nicht aus. Eher wie eine Kanalisation, aber okay. Soll uns nicht weiter stören. Erstmal bietet es uns einige Kämpfe, um unsere Erfahrungspunkte zu erhöhen. Das ist ja schließlich immer gut. Und wir könnten auch hier mal wieder ein paar tolle Sachen benutzen, wie zum Beispiel dieses Verbrennen. Feuer scheint hier für Schleime ganz gut zu funktionieren. Auch wenn ich da eigentlich gerade eher an Dark Souls denke, da gibt es ja auch diese tollen Schleime in der Kanalisation oder in Vorschandstadt. Wie heißt es? In den Tiefen? Die tiefen Wege, die uns doch... mit Feuer sehr einfach und sehr schnell tolle Scherben farmen lassen. Aber genug von Dark Souls. Ich will ja eigentlich in meinen Let's Plays versuchen, mich auf das Spiel zu konzentrieren und nicht
gleich wieder abzuschweifen oder in Meta oder Off-Topic oder sonst was zu verfallen, was ich ja im Secret of Mana Let's Play gerade ziemlich oft mache. Das ist aber in einem Let's Play Together eigentlich fast nicht anders zu machen. Jetzt aber genug. Wir haben zwei Skelettkrieger gekillt, die uns Gefäßknochen übrig lassen, diese typischen 10 Kupfer Standard Loot Gegenstände. Wahrscheinlich sollen die einfach nur dafür sorgen. Oh, und hier haben wir unseren ersten etwas interessanteren Zauber, interessanteren Gegner, nämlich Zauberer. Die werden hier natürlich fokussiert erstmal. Und ich würde sagen, so viel Zauber wie wir haben, können wir auch eigentlich richtige Zauber schon drauf werfen. Warum nicht? So, außerdem... Ah, stimmt ja, der Feuerding, der geht ja nur einmal. Das hätte ich mir vielleicht erstmal aufheben sollen. Aber wir müssen unbedingt mal gucken, was so die Standard Buffs sind. Einfach sowas wie Segen oder so wäre ganz praktisch. Segnung, okay. Lass mal hier aufploppen. Okay, das war der erste. Und wir sind alle schon ein bisschen angeschlagen. Dann geht's jetzt erstmal auf den zweiten mit unseren Zauberern. Alle dürfen sie drauf. Und er darf hier, wenn er mal dazu kommt, noch ein paar Skelettkrieger zaubern, die uns hoffentlich etwas unterstützen. Ja, aber dieser kleine Kampf war jetzt doch anstrengender, als ich dachte. Und die Skelette kommen zu spät. Mist. Dann nehmen wir die ganzen Knochen mit und die Stäbe sind auch nicht besonders viel, obwohl sie magische Stäbe sind. Aber vielleicht ist es ja auch nur die Magie der Zauberer, die sich in diesen Stäben kanalisiert. Das würde zumindest erklären, warum die nicht besonders teuer sind. Dann haben wir eine Leiche mit Lederrüstung, die lassen wir einfach mal liegen. Und wir sollten so zwischendrin auch mal wieder speichern. Genau vor der Falle, aber oh. Und wir sollten vielleicht schleichen, damit wir auch die eine oder andere Falle finden. Na toll. Uiuiui, das hat uns richtig, richtig angehauen. Und ich lieg noch weiter in dem Dreck rum, jetzt aber raus hier. Uiuiui, wir sind sogar schon hier irgendwo niedergeschlagen worden, wahrscheinlich von den Skeletten. Haben aber damit immerhin die Fallen mehr oder weniger elegant. Ja. Sind nicht in sie reingetappt, zumindest unser Charakter nicht. Und wir sehen auch schon, dass unsere Gesundheit allmählich doch klein wenig runtergeht. Naja. Eine einsame Gestalt in zerschlissenen Roben schlurft durch den Raum, leise vor sich hin murmelnd. Als du dich näherst, bleibt die Gestalt stehen und dreht den Kopf in deine Richtung. Es ist Helig von Tyne. Sein verhärmtes Gesicht ist ein Irrgarten aus Falten und Wundblasen, überwuchert von einem moosähnlichen Bart. Kenn ich den? Offenbar von Räumlern. Das ist jetzt interessant, wenn ich jetzt vorher in die Kanalisation gegangen wäre, hätte das Spiel mir die gleiche Dialogoption gegeben, beziehungsweise den gleichen Text? Naja. Du bist Helig? Dalton schickt nach mir und nach Ronja dazu. Ronja zu suchen. Er lehnt sich nach hinten und bricht in ein schallendes Gelächter aus. Seine zerschlissenen Roben teilen sich und geben den Blick auf ein Amulett frei und auf eine gezackte Wunde, die von seiner Brust bis zu seinem Hals verläuft. Mit jedem lachenden Atemzug verspritzt sie eine schwarze, zähe Flüssigkeit. Der Alte da lebt noch immer. Ich hoffe doch, dass er mir nicht noch immer zürnt wegen dieses Vorfalls. Das ist nun schon so lange her. Dalton glaubt, dass Ronja in der Katakomben ist. Er scheint einen weiteren Lachanfall zu unterbringen. Oh, das könnte man so sagen.
Wenn du mir mein Zauberbuch von Mordred bringst, verrate ich dir das Geheimnis. Okay, was soll ich tun? Erstmal der suspekten Gestalt vertrauen und ihr eine Quest abnehmen. Als du die Beseelung an Beliebtheit gewann, kam ich nach Trutzbucht, in der Hoffnung, einen Ort zu finden, an dem meine Forschung mehr Akzeptanz erfahren. Ich hatte einige Monate in Farnheims Sanatorium gearbeitet, als ich Mordred kennenlernte. Er spuckte einen Batzen schwarzes Blutes auf den Boden. Die Gestalt ist tatsächlich sehr suspekt. Sagen wir einfach, dass Mordred und ich nicht miteinander auskommen. Es wurde so übel, dass wir einander täglich drohten, uns gegenseitig umzubringen. Dieser Mistkerl hat seine Drohung wahrgemacht, wie unschwer zu ersehen ist. Er fährt mit seinen spitzen Fingernagel seine nässende Wunde entlang. Hat mir ein Dolch in die Brust gerammt, während ich schlief, und meine Leiche in die Katakomben geworfen. Du hast dich mit der Kunst der Beseelung selbst gerettet? Oh nein! Helike winkte mit einer halb verfaulten Hand. Das ist Magie, und es waren sehr viele rechtzeitige Vorkehrungen nötig. Oh ja! Ist er jetzt eine Art Lich, wenn er das selbst gemacht hat? Über das Untoten-System von dem Spiel muss ich noch ein bisschen nachlesen wahrscheinlich. Dennoch, es band meine Seele lediglich an diese verfaulende Hülle. Kein Vergleich mit dem Leben, das mir gestohlen wurde. Helix stößt ein rasselndes Seufzen aus. Und doch, siehst du, was ein wenig engvitianische Magie ermöglicht. Mein Verstand ist mein eigener, meine Erinnerungen sind frisch. Meine Arbeit kann weitergehen. Und Mordred bewahrt alles, was ihm wertvoll ist, in einer Truhe in seinem Laboratorium auf. Genau wie er mein Zauberbuch gestohlen hat. Er reicht dir eine kleine, clownartige Hand einen Schlüssel, also seine Hand. Dann mach dich auf den Weg zum Sanatorium von Farnheim. Worauf wartest du? Bring mir mein Zauberbuch und meine Rache, dann kannst du deine Ronja haben. Er verschluckt sich an einem Kichern. Wenn das alles weh wäre, dann auf Wiedersehen. Was tust du hier unten, möchte ich vorher wissen. Forschung, eine bunte Mischung aus Beseelung und Nekromantie. Hier habe ich Ruhe und Frieden und einen großzügigen Vorrat an Versuchspersonen. Okay, wir werden ihm sein Buch bringen und dann werden wir ihn töten. Was sind das für Kreaturen hinter dir, irgendwelche Untoten? Nur einige persönliche Projekte, bemitleidenswerte Seelen, die in ihrer sterblichen Hülle feststecken. Ihr Fleisch ist so gut wie tot, so wie das meine, aber ihr Verstand wurde nicht so gut gepflegt. Sie scharen sich um mich wie Lindwürmer um Jungdrachen. Sie sind nicht halb so intelligent, aber... Er sieht zu, wie eines der Wesen gegen einen Schreibtisch stolpert. Sie amüsieren mich. Dann leb wohl. Und wie gesagt, später wirst du eh leiden. Für heute aber werden wir es dabei erstmal belassen und werden hier in der nächsten Folge gleich weitermachen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Tschüss.